Wotan Wilke Möhring als Altpunker gibt es ab dieser Woche in den deutschen Kinos zu sehen. Und damit geht es hier jetzt um Happy Burnout. Herr Pauschka, kommen Sie bitte mit. Nein, hallo, ich bin jetzt dran. Alter, du hast frei, jetzt hier durch. Sie beziehen Hartz IV, seit es Hartz IV gibt. Die wollen alle Bezüge streichen. Sie halten mir den Rücken frei für die wichtigen Dinge. So kann das nicht weitergehen. Sie kommen in die Klinik. Hä? Sie haben ein Burnout. Burnout? Bitte, können Sie sich informieren. Wie geht es Ihnen denn heute? Müde. Regelrecht erschöpft. Trauben? Nein, danke. Willkommen in der Berghoff-Klinik. Und Sie sind hier, weil übersteigertes, empathisches Empfinden. Alter! Geht halt furchtbar zu Herzen, die ganze Scheiße. Und Bierchen trinken. Digga! Ich habe gesehen, wie die Patienten auf Sie reagieren. Nee. Du, ich mach mir Sorgen um dich. Ich brauche jemanden, der diesen Menschen wirklich hilft. Was soll das werden denn da? Undercover-Therapeutin? Das ist auch niemals legal. Legal, illegal, scheißegal, Herr Pauschka. Ist das nicht so? Ursel ist echt ein guter Freund und er bedeutet uns allen echt viel. Ich bin auch was Besonderes. Nicht so besonders, wie du denkst. Aktiv! War nicht so leicht, mal einen Arsch hochzukriegen, ne? Happy Burnout geht 102 Minuten, ist nach 12 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, dem 27. April 2017, in den deutschen Kinos und erzählt die Geschichte von Fussel. Er ist ein Altpunker, er ist einer, der so ein bisschen gegen das System ist, aber es immer irgendwie schafft, den Kopf über Wasser zu halten. Er schlawinert und schlawenzelt sich irgendwie durchs Leben mit kleinen Tricks. Kommt er an Geld und Hartz IV, bekommt er eigentlich, seitdem es Hartz IV überhaupt schon gibt. Blöd nur, dass er zwar auf der einen Seite ein Stück weit ein Frauenheld ist, aber beim Arbeitsamt eine Prüfung ins Haus steht und das bedeutet, dass alle seine Bezüge gestrichen werden könnten, bis man auf die Idee kommt, ihm Burnout zu attestieren und er somit in eine Klinik gehen und in Behandlung gehen muss. Nur dort trifft er auf Menschen, die wirklich an Burnout leiden und die eine große Karriere teilweise hinter sich haben, eine schwere Schuld auf sich geladen haben, zumindest vom Leben so sehr gestresst sind, dass sie nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen. Und genau in diese Welt trifft jetzt also Fussel mit seiner ganz eigenen Lebenseinstellung und unterschiedliche Welt- und Lebenswirklichkeiten treffen damit aufeinander. Das Ganze als Komödie verpackt mit leicht dramatischem Einschlag. Erinnert natürlich ein wenig an Einer flog übers Kuckucksnest, aber hier in einer bedeutend schlechteren Variante. Das muss ich gleich vorneweg sagen. Der Film wirkt eher wie ein Fernsehfilm, kann sich nicht so richtig entscheiden, ob er mal witzig oder dramatisch sein will. Und die wichtigen Stellen, wo er eigentlich Wert über das Leben aufgreift, die bricht er dann so schnell wieder ab, dass es eigentlich schade ist. Es gibt Potenzial, das liegen gelassen wird und vor allem schauspielerisch weiß die Hauptfigur aus meiner Sicht nicht zu überzeugen. Kurzum, ein Film, der durchaus mehr Schatten als Licht hat. Aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast. Wotan Wilke Möhring als Fussel. Für meinen Geschmack in diesem Film, und ich habe immer wieder das Problem mit ihm, etwas zu aufgesetzt. Die Blicke, alles, was ich ihm ansehe, bei Nahaufnahmen wirken nicht echt, nicht authentisch, sondern eher wie weggespielt nach Regieanweisungen, die im Drehbuch stehen. So wirkt alles sehr technisch, aber nie emotional wirklich stimmig. Schaue ich ihm ins Gesicht und in die Augen, glaube ich nicht, dass er das denkt, was seine Figur eigentlich gerade bewegt. Und das zieht sich leider hier durch den ganzen Film. So gibt es zwar zwei süße Momente, die so eine niedliche Facette von ihm hervorbringen, aber besonders viel mehr gibt es da leider nicht zu. Und da bin ich ehrlich enttäuscht von dieser Performance als Hauptdarsteller. Und er muss ja die Handlung von dem Film auch tragen, aber das funktioniert nicht, weil für mich der emotionale Anker zum Publikum nicht gegeben ist. Und dann wird es schwierig, weil fühle ich mit der Hauptfigur nicht mit, dann ist es schwer, der ganzen Handlung wirklich folgen zu wollen. Vor allem, weil diese in diesem Film schon relativ vorhersehbar ist. Das Ensemble ringsherum ist eigentlich ganz gut gewählt, sei es eine Ankel Engelke, die eine Angestellte in der Klinik ist und die ich immer toll finde vor der Kamera, oder Insassen wie Kostja Ullmann, Julia Koschitz oder Michael Winterborn, Torm Liebrecht, die verschiedenste Menschen spielen mit verschiedensten Schicksalen und deren Burnout-Syndrom aus oder Erkrankung aus den verschiedensten Lebenshintergründen kommen, eigentlich ein gutes Umfeld bieten, in dem in diese Handlung stattfinden könnte. Und diese Idee, auch Welten aufeinanderprallen zu lassen, schaffen sie es aus meiner Sicht nicht, diese Hauptperformance so weit hervorzuheben, sodass es funktioniert. Soll bedeuten, Hauptdarsteller finde ich schwierig, Ensemble eigentlich
nicht ganz gelungen ringsherum. Die Kameraarbeit wirkt eher mehr wie auf TV-Film-Niveau innerhalb von Happy Burnout. Wir haben oft zu wenige Einstellungen für meinen Geschmack. Die Farben sind relativ trist, wirken uninspiriert in Filmmomenten, wirkt einfach so lala und aus meiner Sicht eher schwierig und uninspiriert. Szenenbild ist die Klinik oder draußen, wenn mal es eine Reise außerhalb dieser Klinik gibt oder halt durch Flashbacks die Weltwirklichkeit dieser Menschen, aber nichts, was jetzt besonders nach Production Value aussieht, aber dieser Ort dieser Klinik ist schon relativ idyllisch und schön gemacht. Die Musik ist zur einen Hälfte im Film entweder gar nicht vorhanden oder wenn sie vorhanden ist, eher die etwas dramatischeren, tristeren Momente untermalen. Finde ich so ein bisschen schade, etwas mehr Verspielteres hätte mir auch noch ganz gut gefallen. Kostüm und Make-up ist den Figuren jeweils angepasst und ihren Lebenswirklichkeiten hat einer Burnout, weil er der totale Karrieremensch war. Sehen wir in seinen Flashbacks, wie er halt Anzugträger ist und allem, was dazugehört. Hat jemand aus anderen Gründen einen Burnout, ist es also so, wie es seiner Figur und seinen Eigenschaften, die ihm zugeschrieben sind, angepasst sind. Nicht viel extravagantes Effekte gibt es ansonsten nicht in diesem Film, muss ich wirklich sagen. Was ich schade finde, es gibt inhaltlich immer wieder richtig gute Ansätze hinter der Frage, warum leben wir eigentlich? Was sind die Werte? Was sollte uns im Leben etwas bedeuten? Inwiefern kann man das Materielle noch verkraften als Grund, dem erstmal in erster Linie irgendwie nachzugieren innerhalb im Leben? Wie wichtig sind die zwischenmenschlichen Dinge? Aber die werden dann so schnell wieder abgebrochen oder durch ein komisches Element zerhackstückt, dass es einfach nicht funktionieren will und man hätte viel länger bestimmte Momente mal wagen und stehen lassen sollen. So, wenn man mich fragt, was finde ich gut? Ich mag diesen Ansatz der Wertediskussion, der leider nicht ausgespielt wird und die Nebenfiguren haben oft schöne Momente und sind da auch, was ich ja über das Ensemble gesagt habe, eher so der Lichtblick innerhalb des Castes. Was ich nicht gut finde, ist, dass dieser Film sich grundsätzlich nicht zwischen Komödie und Drama entscheiden kann. Er ist weder besonders tiefgehend dadurch, noch besonders lustig in den meisten Momenten, verspielt eben die guten Ansätze. Ich mag diese eher TV-Film-Optik angelegte Variante nicht gut. Ein Budget eines Films kann man manchmal nur bis zu einem gewissen Grad auch beeinflussen, wie ein Film dann aussehen soll, dass der Cast eben so unausgeglichen ist, was die Qualitäten, auch die Inszenesetzung angeht. Ich finde, der Film ist sehr, sehr vorhersehbar und natürlich erinnert das sehr an Einer flog übers Kuckucksnest und der ist nun mal ein Filmmeilenstein, aber hier in einer wesentlich schlechteren, vorhersehbaren Variante. Und dann kann ich am Ende sagen, wer absoluter Fan von deutschen Filmen ist, der könnte sich vielleicht Happy Burnout anschauen oder wer großer Wotan Wilke Möhring-Fan ist, für meinen Geschmack ist es dann einfach zu wenig. Und so bekommt der Film, der sich für mich nicht zwischen Komödie und Drama entscheiden kann, genau in diesem Genre-Mix, als auch insgesamt nur 4 von 10 möglichen Punkten. Und da bin ich am Ende meiner Review zu Happy Burnout. Ich danke fürs Reinschalten, Leute, und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.